So, wir stehen jetzt hier mit dem deutschen Meister Philipp Walsleben vor dem Rennen in Gießen. Die Saison ist ja jetzt gestartet. Du hast jetzt in Amerika einige Top-10-Platzierungen eingefahren, in Las Vegas und Iowa lief nicht so gut, aber gestern in Nährfeld auch nochmal 10. Wie zufrieden bist du mit deinem Saisonstart? Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen vor der Saison und hatte jetzt ein paar gute Rennen und ein weniger gutes. Insofern bin ich ganz zufrieden. Ich habe immer noch eine relativ schlechte Startposition und dadurch ist das Ergebnis immer auch schlechter als die Beine eigentlich. Das war gestern auch wieder der Fall in Nährfeld. Heute müssen wir mal schauen in Gießen, das ist eine relativ schnelle Strecke, wie mein Start ist und wie die Beine sind nach gestern. Aber ich konzentriere mich vor allem auf die nächsten Wochen. Ja, also ist das Ziel jetzt erstmal zum Saisonbeginn, sich erstmal wieder mit einigen Platzierungen in der Weltrangliste vorzuarbeiten und dann auch weiter vorne zu starten wieder? Ja, auf jeden Fall. Die Startposition ist ein kleines Ziel. Aber gut, es kommt alles, wenn die Form kommt. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann in der Hälfte der Saison mal wieder relativ weit vorne stehe und dann können wir wieder auf Platzierung fahren. Deine Saison wird dich ja wahrscheinlich vornehmlich in Belgien abspielen. Also du kannst nicht so wie zum Beispiel Marcel Meisers macht auch kleine Rennen außerhalb von Belgien bestreiten und da quasi die einfachen Punkte mitnehmen. Das funktioniert bei dir ja nicht, ne? Ja, wir haben darüber gesprochen und darüber nachgedacht, aber ich zähle mich schon noch bei den Fahrern, die auch in den belgischen Rennen Punkte bekommen können. Insofern werde ich das vor allem da versuchen. Das ist natürlich auch eine Sponsorsache. In der Schweiz sind wirklich schöne Rennen und auch in Deutschland gibt es schöne Rennen, aber leider gibt es da keine Kameras. Wir müssen nur mal darauf achten, dass die Sponsoren ja, im Fernsehen sind. Irgendwo kommt da natürlich auch das Geld her. Ja, wo du jetzt schon von Deutschland sprichst, jetzt gibt es ja dieses Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Weltcuprennen in Deutschland. Ist das ein besonderes Saisonziel? Ja, schon. Ich habe mich jetzt noch nicht mit der Strecke beschäftigt, aber solange ich in Deutschland fahren kann, das ist immer was Besonderes. Insofern hoffe ich da schon, dass dann alles stimmt. Wie stehst du denn dazu, dass der Weltcup sich jetzt wieder internationalisiert hat? Es gab ja eine Kritik, unter anderem von deinem Teamkollegen Mathieu van der Poel. Bist du eher positiv gestimmt, vor allen Dingen mit den USA-Rennen jetzt, oder wie stehst du dazu? Ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Natürlich kann man dort hingehen, weil da das Geld liegt. Bloß für uns liegt das Geld da nicht wirklich, denn wir haben eigentlich Reisekosten, die sich nur durch mindestens zweimal Top 5 wieder zurückzahlen lassen. Das sind also höchstens 10 Leute, die dann mit einem Plus rausgehen. Der Rest des Feldes muss eigentlich dazu bezahlen und wir sind ja Berufssportler. Da ist dazu bezahlen immer schwierig. Insofern weiß ich nicht, ob das eine wirklich gute Sache ist. Man kann es als Investition sehen, aber ich finde es eine sehr risikovolle Investition, weil ich glaube nicht, dass sich das irgendwann rechnen wird, für uns nach Amerika zu fahren, weil die Kosten schon sehr hoch sind. Und innerhalb von Europa, der Vater von Mathieu van der Poel, Adrie van der Poel, hatte der ja angemerkt, dass wir eher eine Woche rennfrei pro Monat in Belgien machen sollen und dann außerhalb von Europa reisen. Deutschland, Tschechien, Schweiz. Wie stehst du dazu? An sich ist es eine super Idee. Würde ich auch sehr gerne machen. Ich muss jetzt 4 Rennen in Deutschland absagen, weil ich hier fahren muss. Und ich würde auch gerne in anderen Ländern fahren. Die Frage ist, ob eigentlich die UCI dann den freien Wettbewerb der Rennen so reglementieren kann. Irgendwie gibt es ja diesen Teufelskreis hier. Hier gibt es das Geld, hier gibt es die Fernsehkameras, die Übertragung. Und hier, wirklich nur hier, kann man davon leben. Dann ist es immer ein bisschen künstlich, wenn man in andere Länder fährt. Aber es kann eine Investition sein, die sich lohnt in ein paar Jahren. Da muss man aber genau drüber nachdenken, weil man kann auch nicht einfach einem Organisator hier sagen, du darfst nicht mehr ausrichten. Das ist auch nicht so einfach. Ja, wir sind jetzt am Anfang der Saison. Was müsste Philipp Walsleben am Ende der Saison erreicht haben, um sagen zu können, die Saison war erfolgreich? Mit was wärst du zufrieden? Oder was hast du dir vorgenommen? Wieder unter den ersten 10 in der Weltrangliste stehen. In Rennentscheidungen eingreifen, würde ich mal sagen. Ich möchte mich wieder Teil des Rennens fühlen. Aber so genaue Ergebnisse kann ich da jetzt noch gar nicht nennen. Aber ein Podium sollte schon mal ab und zu rausspringen, damit es Spaß macht. Dann wünschen wir viel Glück dabei und vor allen Dingen eine erfolgreiche Saison. Ja, danke.